Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Let's Play Donkey Kong Jet Race. Ich habe eigentlich diesen Part schon aufgenommen und auf den nächsten, aber der Game Sound ist verloren gegangen und wenn man es nochmal aufnehmen kann so schnell, dann soll das ja nicht hier irgendwie schlecht sein und das so. Egal. Wir nehmen natürlich wieder meinen Kanal, mein Mii. Und zwar habe ich jetzt auch schon Klump freigeschaltet. Aber das ignorieren wir auch mal. Die wollte ich, glaube ich, spielen. Wieder auf der Anfängerklasse. Und zwar den letzten freigeschalteten Pokal, den Platin-Pokal. Dieser beginnt mit dem Dynamitberg Extrem. Platin-Pokal 1 von 5. Dynamitberg Extrem. 2, 1. Los! Sehr schön, alle aus dem Weg geräumt. Ey! Was wollt ihr? Sie gehen alle an mir vorbei, ist unfair. Ey! Ha, bin jetzt einer. Hab ich noch bekommen. Ich sollte mich jetzt hier auch wirklich auf das Spiel konzentrieren. Weil ich habe festgestellt, wenn man das längere Zeit nicht spielt, dann wird man wirklich schlecht in dem. Aber, als ob ich schlecht im Videospiel bin. Also ich bitte euch hier, komm. Ich bin der Pro von allen. Schaut mich an, ich bin gut. Naja, es soll auf jeden Fall trotzdem egal sein. Die Credits kann man überspringen, das ist auch kein Problem. Die werden auch anscheinend immer wieder angezeigt, wenn man das neu spielt. Aber wir schauen uns die Credits danach ja eh nicht an. Hier mal in Quarks, das sind keins Quarks. Weil die Credits, ja, die kommen am Ende dann, damit ich dann meine Wertung abgeben kann, weil wir werden auch noch die Profiklasse machen und den anderen crazy shit und so, ne? Verstehst? Ah, ey, wie fies. Naja. Egal. So, jetzt gehe ich einfach mal hier durch. Wer ist denn da vor uns? Klump schon. Mann, das ist jetzt ein bisschen blöd. Ich glaube, der wäre zwar früher auch in den Rennen vorgekommen, also auch wenn man ihn noch nicht freigeschaltet hat, aber trotzdem finde ich das immer ein bisschen blöd, wenn freischaltbare Charaktere gespoilert werden. Man könnte hier einfach eine größere Charakterauswahl machen. Ha! Ich war mir nicht mehr sicher, ob man über die Ananas auch drüber springen kann, aber da haben wir eben die Bestätigung gehalten. Ja, es funktioniert. Es lebt, es funktioniert. Und zwar wunderbar. Zum Bananenweh ist auch schon wieder weg. Hören wir gerade, das ist eigentlich ziemlich merkwürdig, ne? Dass diese Dinger hier, diese Morgensternkugeln, diese Stachelbälle einfach auf der Fahrbahn sind und hoch und runter hüpfen. Das ist ziemlich schlecht gemacht. Also da hätte ich mir sogar was einfallen lassen. Stell dir vor, ich hätte da oben eine Kette dran gemacht, hätte noch einen Felsvorsprung über die gemacht, sodass das aussieht, als ob sie an dem Felsen hängen. Das hört sich jetzt erstmal konfus an, aber da hätte ich es gemacht. Denkt euch jetzt bestimmt, der halluziniert doch da nur irgendwelche Scheiße zusammen und ich sag, nee, das, so wird das schon funktionieren. Mann, haben wir aber den kleinen armen Rambi nicht bekommen. Das ist natürlich ganz tragisch. Ich habe jetzt aber auch hier keine Ultra-Probleme mehr mit dem Erstplatz überall, weil, ja, wir haben ja schon den Goldpokal. Aber trotzdem ist das natürlich, wenn wir hier natürlich unsere bestmögliche Leistung abrufen, ne? Ich muss mal anmerken, dass es unglaublich scheiße ist, wenn es draußen so früh dunkel wird. Ich hab ja auch erst vor kurzem mit YouTube angefangen, was man vielleicht ganz dezent merken könnte. Aber ja, deswegen bin ich es halt auch eher nur gewohnt, tagsüber quasi aufzunehmen, an helllichtem Tag und nicht, wenn es schon dunkel ist. Es ist nämlich ziemlich blöd immer. Das sieht, fühlt sich alles ein bisschen merkwürdig an, wenn man da. Es ist komisch. Es ist eine Erfahrung für sich. Wenn ihr auch Let's Plays macht oder so, dann wisst ihr das. Es ist eine ganz spannende Angelegenheit. Naja. Da fällt's auch schon. Man kann im Übrigen nicht springen, wenn man gerade einen Affenzahn einsetzt. Vielleicht sollte ich das auch nochmal erwähnen. Das ist wieder der Scheiß. Da, was ist da gerade weggesprengt worden? Achso, meine Steuerung. Okay. Mann, der blöde Affe hat mir alle Bananen weggenommen.
So. Sehr schön. Nein, nein, keine Pause. So. Mal schauen, sind denn die einzige, die nah an uns dran ist, ist anscheinend Tiny Kong, meine ich. Soweit ich das sehe. Ich bin auch gerade immer noch dran, mein Intro endlich fertigzustellen, beziehungsweise meinen Kanal-Trailer. Sieht eigentlich ganz nett aus, nur ich muss da irgendwas noch rausfinden. Ich muss das alles ein bisschen langsamer machen. Generell, wenn ich irgendwelche Animationen mache, ich tue da meistens in so ganz kleinen Ständen, also in so ganz kurzen Szenen mache ich das und die sollen eigentlich viel langsamer laufen, weil mein PC ist halt nicht so stark. Der zeigt das, wenn ich mir das anschaue, halt nur in so 5 Frames an. Aber das ist dann immer ein bisschen blöd, wenn... Ja, wenn... was wollte ich sagen? Wenn die Animation dann in 30 Frames abgespielt wird und irgendwie 5 Mal zu schnell ist, ne? Ich hatte jetzt mein Intro, das sah so aus, ja, vielleicht eine Minute lang. Habe ich das fertig rendern lassen, heute Nacht. So, bams, 11 Sekunden. Das ist ein Extrembeispiel, aber ist echt so gewesen. Es sollte ich mir zu denken geben, ne? Aber den Dynamitberg extrem haben wir geschafft. Mit einem D-Rang, wie es sich gehört für einen Anfänger. Ich weiß nicht, vielleicht wird das auch nur bewertet nach der Geschwindigkeit. Also ich denke, je höher die Klasse, desto schneller fährt man auch. Und dann ist es klar, wenn man in den höheren Klassen bessere Ränge bekommt, wenn das keinen Unterschied macht da von den Klassen. Also die Bewertung, wenn die Bewertung keinen Unterschied zwischen den Klassen macht, sondern nur eine bestimmte Zeit vorsieht. Mann, die überholen mich halt, Spastis. Lenky, du bist gut, du hast mich noch nicht überholt. Dich schätze ich als Mensch. Als Affe. Als Orang-Utan. Ey! Mann, dieser Scheiß. Wer ist das? Jetzt kommt der Lenky auch noch! Zack. Was wollte ich sagen? Dieser Typ da, der blaue Kremling, wer ist das? Wie hieß der? Ah! Ich habe keine Ahnung, wie der hieß. Jetzt habe ich das Gameplay, fühlt sich echt ein bisschen langsam an. Das habe ich beim letzten Mal auch die ganze Zeit erwähnt, weil schaut euch das an. Ich stehe einfach nur so rum und fliege und Mann, komm, sehr schön, Apfelzahn, bams. Ich habe mir im Übrigen Apfelstrudel gerade in den Ofen geschoben. Bin gespannt, ob er nachher auch schmeckt. Naja. Ich bin ja ein Mensch, der isst ziemlich wenig. Es kann auch sein, dass es nicht so gut ist für die Gesundheit. Weiß ich jetzt nicht. Denkt mal schon, aber... Ja, ne? Ja. Das war, worauf wollte ich eigentlich gerade hinaus, denkt ihr euch vielleicht? Ja, und ich habe die Antwort. Oder auch nicht. Naja. Ah! Das böse Windrad des Todes hat mich getötet. Jetzt mache ich hier mal eine coole Singer-Fass-Töten-Kombi. Im Übrigen gibt es auch jetzt die DKC-Spiele wieder im Wii-Shop, also für die Wii. Nicht im Wii-Shop, im Wii-Shop-Kanal, richtig. Ah. Weil die wurden ja 2012 war das, glaube ich, rausgenommen. Da war ich ganz enttäuscht davon. Als ich mir dann endlich mal eine Wii-Shop-Karte gekauft habe, waren die DKC-Spiele wieder draußen. Kosten 800 Punkte, also wie auf der Wii U halt 8 Euro quasi, so kann man das umrechnen mit den unglaublichen Umrechnungsfaktoren von Nintendo. Wow, das war gerade unglaublich durchgelackt da. Aber wir haben ein paar Affenzähne, die können wir jetzt auch mal einsetzen und am besten nicht, um in die TNT-Fässer zu krachen, denn das ist schlecht, das tut einem weh. Die Singerkiste. Noch Mann, was war das denn? Egal. Das muss uns nicht weiter stören, oder auch schon. Oder doch, meine ich. Nicht schon, sondern doch. Naja. Jump, yeah. Mann, ist das unglaublich toll, den Wasserfall hier so mit Highspeed runter zu rauschen. Ich bin begeistert. Da kommt ein Singer. Oh, sie hat mich getötet. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, dass die jetzt wieder da drin sind. Ich denke, Nintendo hat sich vielleicht die Lizenzen gekauft, aber es kann irgendwie ja nicht so richtig sein. Ich weiß, also Nintendo hat ja die Lizenzen an Donkey Kong, ne? Aber die Donkey Kong Country Spiele wurden ja aus dem eShop
beziehungsweise aus dem Wii Shop Kanal genommen. Das denke ich mal, weil Rare halt verkauft wurde, ne? Aber Rare wurde ja auch schon viel früher verkauft. Also wieso haben sie die noch in den Wii Shop Kanal bringen können? Das verwirrt mich ein bisschen. Und dann waren sie wieder draußen für, wie gesagt, seit 2012. Jetzt sind sie wieder drin. Das leuchtet mir nicht ganz ein. Aber gut, vielleicht ist da irgendwas bei denen. Hat sich getan, irgendwas. Tiefschneegipfel! Dschungel Grand Prix, Pokal! Eine 3 von 5! Los! Ich höre im Übrigen wieder wenig vom Sound. Ich nehme immer noch an meinem kleinen Futzelbildschirm da auf, an meinem kleinen Röhrenfernseher. Nee, Röhrenfernseher ist ja was ganz anderes. Es ist ja keine Röhre, sondern ist was anderes. Ich bin mir nicht mehr genau sicher. Das hat mir neulich mal jemand erklärt, was das genau eigentlich war. Ich glaube, da wurde... Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Ich glaube, da... Ist das irgendwie mit so Energieröhren oder sowas in der Art gelaufen. Also der Fernseher wurde von so Röhren oder so betrieben. Ey! Sehr schön. Timing mal voll aus dem Weg gebumst. Hier gab es einen Secret Way, also eine Shortcut, mehr oder weniger. Eine alternative Weg einfach nur. Der Typ hier kommt und ist weg. Ach, Mann. Boah! Ach Mist, da können wir ja nichts gegen machen. Okay, hier nämlich bei dem Fass, wenn wir das nehmen, dann kommen wir hier auf den Gletscher hoch. Dann kann man da noch ein bisschen schneller drüber fliegen, glaube ich. Und dann hier kann man Tricks machen und. Wow, zum ersten Mal, glaube ich, habe ich das jetzt alles geschafft. Das Lustige ist, als ich das letzte Mal, also bei dem eigentlichen Part hier das gemacht hat, da habe ich an genau der gleichen Stelle auch zum ersten Mal das Irre geschafft. Und in der Runde danach nicht mehr. Das war traurig, aber muss man sich wieder... Das Leben ist tragisch. Das Leben ist eine einzige Tragödie, vor allem mein Leben. Heul, heul, heul. Ja, 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 ja. Spring! Spring halt nicht. Diese Mammuts haben, glaube ich, auch keine Namen. Nee, nicht, dass ich wüsste. Ich habe neulich für das Thumbnail vom zweiten Part ein Artwork von den Mammuts gesucht, habe aber nur ja Renders, also Render-Bilder, also Images einfach Render. Auch ne, auch man, Spasti. Render, einfach nur ein Renders von, ich weiß nicht wie, was ist das nun von ein Renderung? Render. Render. Im Englischen ist es Render. Ja, glaub schon. Naja, auf jeden Fall. Jetzt nehmen wir mal den Weg hier, ohne das Fass zu benutzen. Und zwar hieß da das Mammut einfach nur Mammut. Also hatte keinen speziellen Namen, wie zum Beispiel Mammutanicus Maximus. Nein, es hieß einfach nur Mammut. Beziehungsweise im Englischen Mammoth, oder wie das ausgesprochen wird. Zumindest glaube ich, dass das das englische Wort für Mammut ist, oder? Wenn nicht, dann... Pech gehabt. Außerdem habe ich herausgefunden, es gibt im Übrigen bei Super Smash Bros. Für Wii U, gibt es ja, das wurde glaube ich auch in der Nintendo Direct gezeigt, diese Secret... Konversation, also die Diskussion, die Gespräche zwischen Link, nicht zwischen Link, zwischen Peach, Palutena und Viridi, also der Göttin of Nature, Naturgöttin, der Göttin der Natur. Und da sprechen die halt auch über die Fähigkeiten und so. Worauf wollte ich jetzt eigentlich nochmal hinaus? Egal, die sind auf jeden Fall ziemlich lustig. Manchmal. Eine Stelle fand ich ganz witzig, und zwar, wenn es dann um um Robin geht, dann fragen sie sich, wo ist denn Chrome? Wieso gibt's kein Chrome? Ja, aber egal, der wäre eh nur so ein Klon gewesen. So, jetzt nehmen wir hier mal den anderen Weg. Der wäre eh nur ein Klon gewesen. Und dann kommt Chrome halt und sagt, erzählt ein wenig über Robins, beziehungsweise im Deutschen, Darains Moves. Und dann meinte er, ja, aber beim Final Smash, da geht's richtig ab, da kommen dann nämlich ich und töte alles. Und dann sagt Viridi, ja, aber
Habe ich das richtig verstanden? Du tauchst nur auf, wenn Robin den Smash Ball bekommt. Du spielst immer den Helden und kannst aber nichts, ne? Bist nicht so vor Ort, ne? Dann sagt er, you will feel the bitterness of defeat right after Robin gets the Smash Ball. Also er sagt quasi, du wirst die Bitterkeit des Besiegens fühlen. Gleich nachdem Lara ihn den Smash Ball kriegt. Ja, das ist lustiger, wenn man sich das so anhört, aber ich finde das ist eigentlich ziemlich lustig. Man kann sich die öfter anhören. Ich finde die unglaublich witzig. Und da gab es noch irgendwelche, wo ich eigentlich auf was hinaus wollte, aber das fällt mir jetzt nicht mehr ein. Es ist vielleicht ein bisschen peinlich, aber hey, ich bin peinlich. Mein ganzes Leben ist peinlich, also bitteschön. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Oh. Wow, wir haben uns gerade irgendwie durch das Metall fast geglitscht. Finde ich sehr gut. Achso, wir hatten noch nicht das Spitzdemo. Bams! Hier gibt es, glaube ich, keine Abkürzung. Nee, das Fass hat einen nur weiter nach vorne geschossen. Genau wie das hier und das hier. So, und... Ich finde es eigentlich ein bisschen lustig. Oh, scheiße. Man merkt so, wenn man hier so das Spiel spielt, ne? Oder generell Rennspiele, dann merkt man, dass eigentlich immer dieser Effekt da an den Seiten ist. Also diese Streifen da zeigen, wow, du bist voll mit Highspeed unterwegs. Hätte das Spiel das nicht, dann würde es sich noch langsam anfühlen. Möchte ich nur so sagen. Das weiß ich. Ich bin da total der Pro drin. Ist echt so. Also Kinder, wenn ihr eine unglaublich tolle Animation machen wollt, die einfach vollkommen aussieht, so als ob man in der Ego-Perspektive so total schnell rennt, dann macht einfach so ein paar Streifen an die Seiten. Das kann nie schaden. Ja. Ich glaube, so kann man das ziemlich gut zusammenfassen. Bams. So. Ich wollte gerade sagen, jetzt verfehle ich alle Fässer hier, ne? Stand ja alles voll mit denen. Jetzt mache ich hier mal durch. Durch. Das war eine gute Kombo. Und hier durch. Nee, nicht durch. Ey, mach deine Super. Ja. Oh, mach Super. Sehr schön. Man kann auch, wenn man den Affenzahn macht, keine Items einsetzen. Dann möchte ich hier auch noch so angemerkt haben. Erklärt im vierten Part alles, was man kann und was man nicht kann. Ist schon ein bisschen schlecht, ne? Nehmen wir mal diese Gummidinger da. Oh, haben nichts gebracht gerade. Ich habe gerade wieder richtig Bock auf Mario Sunshine, aber leider habe ich das dem guten Hermann ausgeliehen. Könnt ihr euch ja mal das New Super Mario Brothers U Together anschauen von uns, aber das ist eigentlich auch nicht so zu empfehlen, weil es ist halt noch nicht in HD, aber ich habe mir nochmal alles durchgelesen und ich bin jetzt echt überzeugt, dass ich mir eine Elgato kaufe. Von daher. Aber ich werde nicht 60 Frames aufnehmen. Ich werde mir nur die, ich sage es mal in Anführungsstrichen, billige Elgato kaufen, die noch nicht 60 Frames aufnehmen kann. Aber ich weiß, es ist jetzt, YouTube kann ja jetzt 60 Frames unterstützen auf allen außer Mozilla. Aber ich weiß nicht. Vielleicht ist es auf Mozilla auch schon mittlerweile dazu gekommen. Ich weiß es nicht. Aber ja. Was wollte ich eigentlich gerade noch was sagen? Ach genau. Ich werde mir nur die billigere kaufen, weil das andere ist dann doch noch etwas zu viel für meine finanziellen Verhältnisse, ne? Bin ja noch ein Kind. Ich habe noch nicht so viel Geld. Ich krieg nicht ständig Geld dazu. Naja. Bockt euch jetzt alle nicht, ich weiß, aber ist mir so schon scheißegal. Mich bockt das. Ich darf erzählen, was ich will, wenn mir nichts einfällt. Also bitteschön. Wenn ich dann über sowas Wichtiges spreche wie Geld, dann kommen sie alle angerannt hier und wollen was von mir wissen. Hey, was ist denn das Geld da? Sag ich, ja, dann schaut euch das Video an und gebt vielleicht einen Daumen hoch. Bringt mir zwar nichts, aber macht mich glücklich.
So. Ich mache jetzt mal gar nichts und das Spiel sieht unglaublich langsam aus. Das habe ich auch festgestellt im eigentlichen Part. Wenn man nichts macht, sieht das Spiel noch langsamer aus, als wenn man was macht. Wieder C. Aber das ist in Ordnung, wir sind hier ja flexibel. Flexibilität ist uns gewiss. Und die letzte Strecke, die Kosmosstraße, hat ein neues Thema. Nämlich, wie unschwer zu erkennen ist Weltall. Die hat eine geile Musik. Ich mache jetzt hier einfach mal hier vorne wackelig so rum mit meinen Tacken. Hier liegen überall Kometen auf der Bahn rum, wo ich natürlich gleich mal gegenfliegen muss. Ich meine, wenn ich wäre dann, wenn ich mir wäre dann. Hä? Hab gerade zweimal merkwürdigerweise das gleiche gesagt. Kommt man halt immer in diese Zeitportale oder was das ist, wie ihr eben gesehen habt da. Und da hinten ist die Sonne oder so. Und hier schweben überall TNT-Fässer rum und so. Und generell Fässer und. Ein Asteroiden. Ich weiß, sucht euch was aus, sucht euch irgendwas zu betrifft. Tut uns hier von dem Weltall abgrenzen, damit wir nicht überall hinfliegen können, wo wir wollen. Genau, jetzt kommt die Decathlon. Ich bin einfach mal leise und ihr hört euch an. Okay, reicht. Ach so, das nimmt mir die ganzen Bananen weg. Deswegen habe ich jetzt. Hier ist ein riesiger Mecha Donkey Kong und der schmeißt Laserstrahlen. Beziehungsweise spuckt Laserstrahlen. Komm, Windschatten, 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 Windschatten. Wow, wir sind so schnell und wir haben Tiny gebaut. Ey! Ach genau, ich glaube, der heißt Klatsch, der Blau da. Klatsch, ja. Ja, Klatsch. 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 Ah ne, der Krach. Ups. Ups, Ala. Na gut, ich wusste das. Ha! Hier im Übrigen das Ziel, beziehungsweise der Start ist mit so Pfosten aufgestellt aus. Beziehungsweise den. Oh, ich sag so oft, beziehungsweise, ich weiß. Es tut mir leid. Beziehungsweise. Nee. So, jetzt tun wir einfach mal durch, Bumsi. Ja, was wollte ich eigentlich gerade nochmal erzählen? Genau, die Pfosten sehen aus wie die Arcade-Dinger da aus. Arcade. Bams, bams. Klatsch. Ah, Squawks, Quarks. Ah, er hat ein Ultra-Dings. Eine magische, genau, das sind Melonen. Das sind Honigmelonen, heißt die, glaube ich. Egal, dann geht's jetzt los. Oh ja, klar. Hier sind auch so kleine Mecha Donkey Kongs. Da habe ich auch drüber gesprochen. Ich dachte früher eigentlich immer, das wären so komische Mumien. Dann habe ich im Let's Play festgestellt, auch nicht, das sind auch ganz kleine Mecha Donkey Kongs. Oh, wie niedlich. Sind nur zwei, das ist ziemlich tragisch gerade. Aber keine Sorge, das wird nicht lange so bleiben. Ich weiß auch nicht, ob wir den mit einem Affenzahn wegrammeln können, aber oh, jetzt sind meine ganzen Bananen schon wieder weg. Naja. Ich frag mich, wozu sie diese Portale da eingebaut haben, damit es cooler aussieht. Tut's nicht. Tut's nicht. Und. Ha, weggebumst. Oh, wir haben ja wieder einen Affenzahn. Nutzt die nicht so aus, wie man es von mir erwartet hätte. Das ist ziemlich tragisch. Aber dann, ja. Pech gehabt, ne? Ja, ja. Immer hab ich Pech. Immer ich. So fies. Die Musik ist eigentlich unglaublich nervig, wenn nicht gerade der schöne, die schöne DK-Theme im Hintergrund läuft. Warten wir mal auf den Anfang von der DK-Theme. Yeah, da ist sie. Du.
Da. Gucken Sie mir mal kurz durch. Oh, wow. Oh, ha. Wow, das war die ultimative Kombo. Da kann man nichts verbessern. Wow. Hier vielleicht schon. Ey. Ah, er schmeißt seine Hände auf mich. Sehr gut. Oder auch nicht. Ich glaube, wir haben gleich gewonnen, ne? Komm hier, das reicht noch. Ja, komm, wir machen das. Wir machen das voll like Pros. Okay, ganz haben wir es nicht geschafft. Aber wir sind im Ziel und das ist doch das Mindeste, was wir tun können, ne? Ja. Na gut. Dann würde ich mal gedenken zu sagen, ich tue jetzt die Credits kurz mit A wegdrücken. Beziehungsweise die Siegerehrung kommt jetzt noch. Cass ist auf dem dritten Platz, auf dem zweiten ist Klopp. Und auf dem ersten ist der unglaubliche Diddy Kong. Yeah! Alle rasten aus hier. Und wir haben einen wunderbaren Donkey Kong mit Bananenringen umkreist auf einer Stadt. Hier, genau, die Credits, das wurde uns jetzt auch noch erzählt, was wir denn da machen müssen. Aber das bockt uns natürlich alles nicht. Bams, überspulen wir einfach. Geht das nicht mit A? Geht das mit Plus? Geht mit Plus, okay. Cool. Die kommen dann später nochmal. Als allerletztes in diesem wunderbaren Let's Play Fail. Fuck you. Naja. Ich würde sagen, dieser Part ist schön gefüllt. Im nächsten Part geht es dann erstmal weiter mit Candys Mission. Da habe ich auch schon jetzt halt ein paar gemacht, weil ich halt, wie gesagt, zwei Parts aus Versehen mit nur meiner Stimme hab und ja, ist halt so. Ne? Na gut, bis zum nächsten Part. Ciao.